Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Hilfst du mir mal kurz? Ja, in der letzten Folge hat die Folge damit geendet, damit dass Remy mich wieder nicht hat ausreden lassen. Und diese Folge beginnt damit, dass Remy mich nicht ausreden lässt. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um seine Quest. Hey, du bist es! Gameplayerin, gut, dass du hier bist. Ich habe ein echtes Problem. Jeremy ist ein Riesenerfolg. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Wir haben mehr Gäste, als ich bewältigen kann. Das ist wirklich ein Problem. Kann ich helfen? Ja, bitte. Ich brauche es dringend. Mhm. Hier, nimm diese Kochuniform. Oh Gott. Zieh sie an und komm zu mir in die Küche. Ist aber keine Uniform. Das ist... Achso, doch. Mensch. Die habe ich anscheinend da drunter. Okay, Hauptsache er hat es dann... Hauptsache er hat es registriert. Es wäre nur schön, wenn ich dann auch seine Quest sehen würde. So. Lasse Remy dein Kochoutfit begutachten. Hey, du bist es! Du siehst toll aus. Sehr professionell. Ich möchte, dass du nach Gästen Ausschau hältst, die ins Jeremy kommen. Sie können jederzeit kommen, aber einige haben bestimmte Verhaltensmuster. Hm. Goofy kommt immer zum Mittagessen, Merlin am Morgen und am Abend. Wenn du einen Gast siehst, nimm seine Bestellung auf, während ich mich um Küchenchef-Sachen kümmere. Hoffentlich sehen wir uns bald. Okay. Merlin morgens und abends. Das müsste ich mal... Das ist ja dann eigentlich auch dafür gedacht, denke ich mir mal. Damit man dann auch entsprechend... Morgens und abends. Damit man dann auch entsprechend servieren kann. Moment, Goofy kam immer nur abends, hat er gesagt, ne? Meine ich. Ansonsten schreibe ich es jetzt gerade falsch auf. Serviere Ihnen das bestellte Gericht und Belohnung, bla bla bla. Okay. Bisher ist aber noch keiner da. Soll ich mich erstmal hier hinterstellen? Vielleicht kommen die dann. Hereinspaziert. Aber ich glaube, das kann man jetzt so gar nicht machen, oder? Weil es ist ja keiner da. Wir haben übrigens nicht am helllichten Tag. Ich habe nur die Zeitverschiebung drin, weil ich ja eh immer abends nur da drin bin. Ich gehe nochmal rein. Vielleicht resettet sich das irgendwie. Nö, da ist aber keiner da. Hm. Tja. Aber abends, dann müsste Merlin ja eigentlich mal kommen, aber irgendwie kommt er nicht. Schade. Dann, es klingt jetzt... Moment, muss ich mit dir vielleicht nochmal reden? Hey, du bist es! Ich glaub's ja nicht, ne? Du scheinst beschäftigt zu sein. Hey, Gameplayerin, ich habe über... Worüber? Das Kochen nachgedacht. Natürlich mache ich das immer. Aber dieses Mal habe ich über die Nachtdornen nachgedacht und wie wir sie loswerden können. Was wäre, wenn ich einen Weg fände, sie zu kochen? Ich glaube, dass sie giftig sind. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass auf ihnen ein gefährlicher Zauber liegt. Ja, das definitiv. Ein Zauber, hm? Das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich schätze, ich sollte mich besser nicht mit den Nachtdornen anlegen. Hoffentlich sehen wir uns bald. Hallo! Da hast du recht. So. Wie kann ich helfen? Ich möchte, dass du... Ja, das hat er ja schon gesagt. Goofy kommt immer... Oh, zu Mittagessen. Ich habe jetzt abends geschrieben. Also war es doch der Mittag. Goofy kommt immer zu Mittag, Merlin am Morgen und am Abend. Ah. Ja. Danke. Da können wir im Moment nicht machen. Also nicht mehr viel machen, würde ich sagen. Wenn jetzt hier keiner rein will. Tja. Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit mit der Chefkochmütze rum. Die sieht natürlich doof aus, wenn ich jetzt eine andere Quest mache. Ich wollte eigentlich ja bei Wally weitermachen. Hör zu, während die beiden miteinander reden, spreche mit Wally. So. Achso, ich hätte eben noch mit ihm sprechen müssen. Also eben ist gut gestern. Oder habe ich es heute aufgenommen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da. Stopp. Juppie! Du bist also froh, Goofy getroffen zu haben. Du wirkst entspannter. Wally! Was würdest du jetzt gerne tun?
Wir können Blumen pflücken oder Tiere füttern. Wally, Wally. Oder wir könnten beides tun. Okay, pflücke verschiedene Blumen mit Wally, füttere ein Tier im Dorf. Mit dem, was es mag. Och, ihr könnt mich mal. Okay, ich habe keine Äpfel dabei. Doch, ich habe Äpfel dabei. Moment. Dich kann ich nicht, weil du bist... Dich kann ich nur streicheln. Kommst du mit Wally? Ja. Könntest du mir helfen? Anna. Schönen Gruß übrigens an die echte Anna, die ich kenne. Vielleicht sieht sie irgendwann mal dieses Video. Ja, dich kann ich eh nicht füttern. Du haust sowieso direkt ab. Ja, wenn man mal ein Eichhörnchen braucht, juhu, ne? Juhu. Hallo. Ja, hallo. Kann ich wegschieben und alles, aber ich kann sie nicht füttern. Bleibt mir ja nur noch jetzt der Seetang übrig, ne? Wenn ich jetzt hier kein Eichhörnchen finde, wovon ich ausgehe. Eichhörnchen, komm her. So, mit dem, was du magst. Apfel, bitteschön. Sehr schön. Nein! Hä? Die nehmen doch Äpfel. Ich kann ihm auch eine Himbeere geben. Oder geht das nur, wenn er noch nicht gefüttert wurde? Ja, das ist jetzt aber eine wirklich blöde Quest. Weil die habe ich jetzt beide schon gefüttert. Nee, das habe ich noch nicht gefüttert. Moment. Ah, okay. Das muss dann tatsächlich eins sein, was man noch nicht gefüttert hat an dem Tag. Das ist ja blöd. Und dann nochmal verschiedene Blumen pflücken. Einmal. Zweimal müssen die unterschiedlich sein. Oh ja, offenbar ja. Dann dreimal. So, haben wir alles gemacht, Wolli. Ich bin wirklich froh, dass wir all diese Dinge zusammen machen konnten. Ach, jetzt liegt hier schon wieder das Papier rum. Hast du das Gefühl, dass du nun ein bisschen mehr hierher gehörst? Nee. Genießt du die Natur? Das wissen wir doch. Ja, nehmen wir mal das. Oh, oh. Direktive? Keine Ahnung, was das heißt. Aber lass mich mal kurz das Zeug hier aufheben, Wolli. Weil ich habe keine Ahnung, warum das hier rumliegt oder wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, warum mein Hals die ganze Zeit so verschleimt ist. Wolli. Wolli. Willst du mir etwas zeigen? Ist Mickey in einen Brunnen gefallen? Hä? Nicht lustig? Also gut, geh voran. Achso, ich dachte, die versteht den. Wolli. Dorfprojekt, der Garten. Oh, das hört sich interessant an. Also, ist das das hier? Nein. Echt jetzt? Ich habe seit der ersten Folge, ich glaube, es war die erste Folge, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wann man das endlich machen kann. Tada! Erde! Du willst diesen... Donald, halt doch mal den Schnabel da hinten. Du willst diesen alten Dreckshaufen als Garten benutzen? Direktive! Das können wir. Aber wir müssen zuvor eine Menge Ausrüstung besorgen. Wir brauchen Saatgut, Erdsäcke und einen Spalier. Wally! Eva. Kann er mal die Klappe halten da hinten? Mann. Ja, das ist ein ganz schöner Stiefel. Moment, Moment, Moment. Moment. Ha, Moment. So, nein, nicht abhauen. Wally, nicht abhauen. Mach das nochmal. Ach, Wally. Nein, so nicht. Obwohl, das können wir auch nehmen. Ich wollte aber eigentlich das mit dem Schuh. Jetzt ist nicht ernsthaft dieses dumme Eichhörnchen den Wally aus dem Bild am Schieben, oder? Er macht irgendwie keine andere Geste. Na, schade. Ich wollte jetzt eigentlich... Okay, wir... Ursula.
Ich weiß ja, dass du zaubern kannst, ja, aber den Trick musst du mir echt verraten. Oh, manche Bugs sind sowas von herrlich, ehrlich. So, wir brauchen Fasern, wir brauchen Erde. Ich weiß noch nicht genau, wofür. Glänzendes Geschenk, ungezogenes Geschenk. Ach so. Dafür brauchen wir das Papier, okay. Spalier. Wie viel brauchen wir denn von den Spalieren? Und Jutesack. Dafür, ach so, dafür brauchen wir dann die Fasern, okay. Also, wir brauchen 3 Jutesäcke und ein Spalier. Gut, dann... Achso, hier. Ein Spalier erstmal. Und 3 Jutesäcke. War das nicht hier unter dem gleichen? Da ist es doch. So, da brauchen wir 20 Fasern für 1. Das heißt, ich habe natürlich wieder nicht genug. Natürlich nicht. 20 für 1, also brauchen wir 60. Oh, doch, haben wir. Oh. Da muss ich aber wieder ganz, ganz viel nebenbei farmen. So, 3 haben wir gesagt, ne? Die machen wir dann. Und 5 Weizensamen, 5 Zuckerrohrsamen. Moment, wir gucken mal eben, ob wir die schon haben. Fünf Weizensamen, 5 Zuckerrohrsamen. Das dürfte... Nee, das ist Spargel. Achso. Achso, steht ja auch drin, ja. Aufteilen. Brauchen wir 5 von. Die nehmen wir mit. Und wir sollten vielleicht auch mal eben reingehen. Aber wo kriege ich jetzt Zuckerrohrsamen her? Da muss ich gleich nochmal kurz gucken. Habe ich davon auch was? Ja. Die tun wir erstmal weg. So. Wo haben wir denn? Da. Haben wir das? Ich werde jetzt auch nicht alles wegtun, nur dass wir so ein bisschen mehr Platz haben. Ne, das ist ja kein Platz mehr für. Ist generell kein Platz mehr. Bin ich jetzt tatsächlich? Nee, da ist doch noch Platz. Die Sachen habe ich gekauft. Die kommen noch rein. Dafür ist noch Platz. So. Nee, das ist hier nicht drin. Das ist hier drin. Minze ist hier nicht drin. Und dann tun wir mal schnell noch die Blumen da rein. Das, das, das. Der Rest kommt wahrscheinlich in die 2. Ich achte da jetzt nicht so drauf. Sondern ich mache das dahin, wo dann das Ganze reingeht. Das aber nicht, bitte. So, jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr Platz. So, Zuckerrohrsamen, Zuckerrohrsamen. Mal schauen. Sammeln, Zutaten. Sind da auch die Samen drin? Natürlich nicht. Aber... Zuckerrohr haben wir am schillernden Strand. Ach, dann kann das sein. Also die Chance ist sehr hoch, dass das auch da verkauft wird. Oder ist es immer so? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich hole jetzt noch keine Fische, sonst habe ich gleich wieder keinen Platz mehr. Ich habe auch alles freigeschaltet. Oh ja, das sieht gut aus. Hallo, du sollst nichts aufheben, du sollst dich suchen. Hey, du! So, Zuckerrohrsamen. Da brauchen wir 5. Zack. Wahrscheinlich muss ich das dann noch alles machen. Und wahrscheinlich muss der Dagobert dann erstmal wieder alles bauen, so wie ich das kenne. Verkaufe Samen am schillernden Strand. Achso, okay. Nee, nicht verkaufe, sondern kaufe. Bringe Wolli die Gegenstände. Der war hier, meine ich. Achso, Moment. Er ist aber selber nicht hier. Oh. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Ja, genau, Scar. Da oben ist er. Wolli! Bleib stehen! Wollilein! Da bist du. Oh, ja, das ist mein Feld. So, bitteschön, ich habe alles dabei. Hello.
Hast du alles, was du für deinen Garten brauchst, Wally? Ja. Wally! Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du damit machst. Ui. Oh ne, er macht's selber. Kein Dagobert. Cool. Muss ich auch nicht bezahlen. So, Wally kümmert sich jetzt um seinen eigenen Garten. Schaue auf dem Garten vorbei, um die Pflanzen zu ernten. Verbessere den Garten, um seine Kapazität und Leistung zu verbessern. Oh, wie geil ist das denn? Warte, Wally. Ich wollte jetzt nur hier nicht... Wally. Willst du mir etwas zeigen? Los geht's. Juhu. Der Vorfall mit dem komprimierten Müll. Was für ein komprimierter Müll? Vor allen Dingen, wieso habe ich jetzt Remi oben wieder drin? Ah, ich muss echt mal gucken. So viel Geld habe ich ja im Moment jetzt nicht, weil ich gerade die Erweiterung gekauft hatte. Tada! Sind das Würfel aus komprimiertem Müll? Du weißt, dass du das nicht mehr tun musst. Wally! Nun, wenn du das unbedingt tun willst, dann kann ich dir zumindest helfen. Ich kann die Würfel entfernen. Na gut. Machen wir das doch. Jetzt bin ich aber gerade... Ach nee, das war eine Brotdose. Okay, ich dachte schon, ist hier noch irgendwo eine? Ach, der sitzt hier einfach, während ich hier alles entferne. Moment, Tee. Setzt der sich einfach dahin und ist am Angeln? Ich glaube, takt. Wally, du kannst mir schon ein bisschen helfen. Hallo. Frage ist nur, wo der das jetzt überhaupt alles hingemacht hat. Ne? Das sieht so aus wie Roboterhäufchen irgendwie. Da ist noch was. Ich hoffe, das sind die letzten. Oh, was ist das? Hat der das jetzt aufgehoben, was auch immer das war? So, in einem der komprimierten Müllwürfel war eine seltsame Maschine versteckt. Bringen Sie zu Wally. Da! Ja. Kassettenrekorder? Tatsache. Ich habe ein paar merkwürdige Dinge im Müll gefunden. Sieh dir diese Maschine an. Oh. Hier ist etwas geschrieben. Da steht... Ich weiß nicht, was das sein soll. Achso, Strich, Strich. Also Slash. 325155. Mich nicht soll das wohl. Achso, vergiss mich nicht. Ah. Und an der Seite ist eine blaue Blume. Möchtest du es für deine Sammlung haben? Oh. Ja. Nimm ein Selfie. Und jetzt können wir nicht weitermachen, weil wieder irgendwas abhängig ist wahrscheinlich. Eine verborgene Anforderung. Okay. Unpräziser ging es jetzt nicht. Das ist ja doof. Entweder müssen wir noch ein Reich freischalten oder... Keine Ahnung. Oder es hat vielleicht was damit zu tun, vielleicht mit Stitch. Weil Stitch haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Dass es deswegen verborgen ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir schauen jetzt erstmal eben hier, was wir machen können. Einen schönen Tag noch! Du möchtest also mehr in den Garten von Wally E. investieren? Das würde dir mehr Gartenplätze geben und dich weniger Steuern kosten. Ne, das verstehe ich nicht so ganz. Okay, für 1000 Euro machen wir das. Sieht Hallo, jetzt aber hier bin ich. Irgendwie nicht anders aus, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja, was ist denn? Boah, ja, lauf hier. Hier kann man sich ja gar nicht bewegen. Kann man dann hier die Pflanzen ernten wahrscheinlich, oder? Oder irgendwie, nee, wahrscheinlich nicht abholen. Aber ich denke mal, dass man tatsächlich immer was holen kann, was abgeerntet werden kann. Und ich weiß aber halt nicht, was dann immer im Angebot ist. Also so richtig. Sei gegrüßt, Nachbar. 2000. Machen wir auch mal die nächste Verbesserung. Potzblitz, sieh dir das an.
Ah ja. Doch, jetzt hat er da unten Pflanzen. Kann sein, dass vorher nur 3 drin waren. Und beim zweiten Mal, also beim ersten Mal verbessern, kamen dann 3 dazu und jetzt auch wieder 3. Boah, dann kann man das aber endlos... Oh, das ist krass. Einen schönen Tag noch. Das ist dann wie bei Vajana, bis man irgendwann kein Geld mehr hat. Eieiei. Ich bin jetzt auch so kackendreist und hau da jetzt so viel rein, bis ich wirklich kein Geld mehr habe. Weil ich möchte das gerne... Wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß natürlich nicht, was man hier ernten kann. Sei gegrüßt, Nachbar. Dann denke ich, wird das eine sehr, sehr gute, vielleicht tägliche Angelegenheit werden. Und da muss man sich dann ja schon drum kümmern. Ach, ich sehe übrigens gerade, ja. Jetzt ist das angemalt. Ich glaube, vorher standen die Sachen auch nicht drauf. Die Geräte waren nicht da drin. Hier vorne, das ist jetzt auch übersichtlicher. Das ist ja cool. Hallo. Also, okay, das nächste wird jetzt richtig. Erst 5.000 und dann 10.000. Das ist wieder typisch Dagobert. Ich vermute mal, das nächste wird dann 20.000 werden. Das können wir uns dann nicht mehr leisten, glaube ich. Aber wir haben wieder viel Dreamlight. Das ist schon mal gut. Einen schönen Tag noch. Ach, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ach. Ja, das können wir nicht machen. Nee, nee. Freundlichen Dank. Ja, ja. Mich auch. Aber gut. Leider steht hier nicht drin, wie lange das Ganze dauert. Aber sieht doch schon ziemlich cool aus. Ich würde ehrlich gesagt gerne. Weil das ist ja immer so eine Sache hier. So. So. Ja, das gerne. Tada! Und speichern. So, sieht zwar jetzt selten dämlich aus mit der Kochmütze, aber egal. Ich finde das schon ziemlich geil hier. Ich habe mich ja wirklich lange, lange gefragt, ja, was hier, wann ich das machen kann. Ich dachte ernsthaft, das wäre irgendwas mit Mini. Wobei Mini hat ja immer noch ihren Teil da vorne. Also dieses Schiff, da haben sie ja ganz am Anfang irgendwann mal gesagt, dass das wohl ein Schiff von Mini ist. Ja... Finde ich richtig, richtig cool. Was ich nicht so cool finde, dass das jetzt so eine verborgene Voraussetzung hat, eine verborgene Anforderung. Tja, ich schätze mal, dass es wirklich irgendwas ist. Ich vermute es jetzt mal, was vielleicht mit Stitch zu tun hat. Oder irgendwas anderes, was wir noch nicht freigeschaltet haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir haben übrigens mittlerweile alles freigeschaltet tatsächlich, außer Maui. Wobei wir den next freischalten werden, weil den werde ich nämlich dann mal auf den Schwung am besten nachher oder morgen mal komplett leveln. Und ja, den dann direkt auf Max-Level bringen. Das wird dann so meine nächste Offline-Aufgabe werden. Ansonsten können wir bei allen weitermachen, was sehr schön ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch unheimlich doof ist, weil man mit niemandem so richtig reden kann, weil man alle nicht mehr mitnehmen kann. Weil sobald man die anspricht und eigentlich fragen will, ob die mit einem mitkommen, da labern die einen direkt an, so nach dem Motto, ey, ich habe hier eine neue Quest und bla 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 und man kann halt nichts mehr machen. Das ist total blöd gemacht irgendwie. Gut. Ich würde schon gerne, da wir jetzt hier nicht weiterkommen werden mit Remy, würde ich schon gerne fürs nächste Mal Goofy machen. Sprich mit Goofy über das beschädigte Floß. Alleine unter dem Gesichtspunkt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Keine Ahnung. Weil ich dieses Video gesehen habe, irgendwo auf Twitter, glaube ich, war das, wo genau da, wo ich dieses Ruder gefunden habe, also so dieses beschädigte Floß, wie auch immer, auf dieser Insel, genau da schlägt nämlich Stitch quasi ein. Also so wie das in dem Video aussah, war er das. Und ich hoffe inständig, dass das irgendwie miteinander verbunden ist. Ja, ich weiß, dann hätte ich schon wieder einen weiteren, den ich dann wieder hochleveln muss und was ich wieder freigeschaltet habe. Und wo ich mich dann wahrscheinlich wieder nicht entscheiden kann, wo ich weitermache. Ich würde so gern plaudern. Aber, und ich würde ja auch gerne auch Ariel freischalten, muss ich auch dazu sagen. Aber ich kann ja nicht alle gleichzeitig machen. Also ich hoffe wirklich inständig, dass wir eventuell mit dem Floß irgendwie Richtung Stitch gehen können. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Dann haben wir halt eine weitere Goofy-Quest erledigt. Der ist, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auf Maximum war. Charaktere. Dum, 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 dum.
Ach, da ist er doch. Nee, er war noch nicht ganz auf Maximum. Den müsste ich eigentlich mal hochleveln. Naja gut, wenn ich natürlich die Quest angenommen habe, kann ich auch direkt zu ihm sagen, dass er mitkommen soll. Und dann kann ich halt offline den Rest nochmal leveln. Na gut, er ist natürlich für die Angel, ja, aber er levelt trotzdem recht gut, wenn man mit ihm erntet. Also das ist nicht das Problem. Ja, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut, beende die Folge. Werde mir, glaube ich, auch gleich mal die Mütze ausziehen, weil das sieht irgendwie sehr dämlich aus, wenn man nicht diese Quest macht. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge mit Goofy und dem mysteriösen beschädigten Floß weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao!